Ja, und hiermit herzlich willkommen wieder zum neuen Video. Dieses Mal geht es darum, wie es die nächste Woche, also ja, die Osterferien, also die erste Woche meiner Osterferien weitergeht. Ich fahre den Samstag, also den, ich glaube das ist der 8. Ja, der 8.4. nach Norwegen und komme sozusagen nächsten Samstag, also eine Woche später, dann zurück. Und der Woche werde ich dann halt nicht streamen und auch keine Videos hochladen. Ich wollte es, Videos mal dazu machen. Hier. Damit ihr nicht, euch nicht wundert, warum ich in den Ferien nichts mache, auf Twitch und YouTube oder so. Ja, zu dem Gameplay, was im Hintergrund läuft, ist es auf dem NA-Server. Die Leute, die sich fragen, warum bin ich da schwer so ein No-Account und so. Und am Red Ping. Es geht darum, ja, ich habe auf den EU-Server keine ordentliche Runde hingekriegt, wo ich etwas bisschen gut gespielt habe. Die Hits sind teilweise überhaupt nicht reingegangen. Noch schlimmer als hier auf dem Server. Auf dem NA-Server. Auf dem EU-Server connecten die erst gar nicht, aber auf dem NA-Server kommen sie wenigstens etwas verzögert an. Also jetzt hierzu, wie es momentan geht, wie ihr hören werdet in dem Video, ich höre mich etwas scheiße an. Ich bin komplett erkältet. Ich erhole mich momentan wieder. Also ich werde das wieder langsam gesund. Ich hatte starke Halsschmerzen, bis zum Husten. Ich war leicht heiser auch die letzten Tage. Die einmal den Stream gehört haben da. Ja, ich hoffe, ich habe, wenn ich vom Urlaub wieder zurückkomme aus Norwegen, dass ich da ein bisschen mehr Lust auf Warface wieder habe. Ein bisschen mehr Warface-Content wieder bringen werde. Auch wieder ein bisschen besser spiele. Ein bisschen wieder CWs machen, ein bisschen wieder Ranked spielen, wenn die Ranked Season beginnt. Ich hoffe auch, wenn ich wieder zurück bin, das April-Update raus ist, was ja kommen soll. Ja. Dass es wenigstens etwas Gutes bringt, noch ein bisschen. Und ja, das war's ja eigentlich schon mit dem Video. Ich wollte bloß sagen, diese Woche kam auch so wenig, weil ich halt krank bin. Ich kann mich nicht konzentrieren, ich kriege kaum auch Luft momentan. Ich habe noch starke Kopfschmerzen teilweise, Druck auf den Kopf und alles. Also sozusagen alles, was zur Erkältung zugehört, hatte ich bisher. Kommt auch das einmal im Jahr, also den Rest des Jahres werde ich gesund bleiben, hoffe ich mal. So, ja, das war's eigentlich hiermit. Ja, ich versuche, also wenn Simon das noch nicht angekündigt hat, werde ich es jetzt kurz machen hier. Er will ja am Ostersonntag, Ostersamstag zu Ostersonntag, einen 24-Stunden-Stream machen. Und ja, ich werde, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, also wieder hier in Deutschland bin, wo ich wohne jetzt sozusagen, zurück bin, werde ich erstmal alles auspacken, gucken, wie ich jetzt gerade drauf bin da momentan, also in dem Moment. Und dann werde ich halt entgegenstoßen zu seinem 24-Stunden-Stream, ein bisschen noch mitmachen. Kommt noch an, wie lange ich durchhalte. Wir fahren um 8 Uhr aus Norwegen wieder los am Samstag. Und ja, ich werde dann so gegen Abend so zurück. War ja 7 Stunden aus Dänemark runter, ja. So gegen Abend, so müsste es sein. Ja. Ich hoffe, ich komme da noch zu. Ich kann es jetzt noch nicht sagen. Ich versuche es zumindest. Und ja, das war's mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, wenn ihr es jetzt noch guckt. Wenn ich noch hochlade. Ich weiß nicht, ob ich es noch mache. Achso, zum Cookiebot, der auf Twitch. Die Leute, die mich auf Twitch gucken, kennen ja den Cookiebot halt, ne? Da ist jetzt dv-bot. Und der läuft jetzt 24/7. Ich habe jetzt einen Server bei mir zu Hause stehen. Sozusagen, der habe ich mir selbst aufgebaut. Der läuft jetzt durch. Das heißt, der Cookiebot wird jetzt immer laufen. Nur so eine Info. Schönen Abend. Viel Spaß in der nächsten Woche, wo ihr nicht da bin. Und ja, haut drin. Ciao.
Now all that's